Herzlich willkommen. Heute möchte ich kurz über die Entstehung und den Zweck des Hoffnungsbarometers berichten. Wir erleben es alle, wie wir täglich über die Medien mit negativen Nachrichten aus aller Welt konfrontiert werden. Politische Debakel, Kriege, Finanz- und Wirtschaftskrisen, Klimaveränderung, Naturkatastrophen sind im Bewusstsein der Menschen stark präsent. Viele, vor allem junge Menschen, machen sich deshalb Sorgen, fühlen sich verunsichert und schauen pessimistisch in die Zukunft. Sei es im Zusammenhang mit der Wirtschaft, mit der Gesellschaft oder mit dem Planeten im Allgemeinen. Oder auch aufgrund persönlicher gesundheitlicher Belastungen, finanzieller Existenzängste oder familiärer Krisen. Wir beschäftigen uns im Alltag leider viel zu viel mit negativen Dingen und mit Problemen als mit positiven. Dies war der Auslöser für die Einführung des Hoffnungsbarometers als eine wissenschaftlich jährlich wiederkehrende, breit angelegte Umfrage in der Bevölkerung. Mit dem Hoffnungsbarometer verfolgen wir grundsätzlich drei Ziele. Zuallererst möchten wir, dass sich die Menschen über ihre eigenen Hoffnungen, über ihre Zukunft sowie über ihre Werte und Fähigkeiten bewusst Gedanken machen. So kann wieder eine positive Perspektive und Haltung dem Leben gegenüber eingenommen werden. Dazu gehört auch die Reflexion über die wichtigsten persönlichen Quellen von Hoffnung. Erreichen wollen wir, dass der Einzelne seine Aufmerksamkeit auf das fokussiert, was er oder sie sich von Herzen wünscht, auf die tieferen Sehnsüchte der Menschen, darauf, was dem Leben einen Sinn gibt, beziehungsweise worauf es im Leben wirklich ankommt. Dadurch können schon wertvolle Impulse für eine positive Veränderung im Leben gesetzt werden. Als zweites wollen wir durch eine vertiefte Analyse auch aufzeigen, worauf es sich zu hoffen lohnt, was Menschen vermehrt tun können, um hoffnungsvoll zu bleiben und ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. So wie ein Arzt sagen kann, was Menschen tun können, um eine Krankheit zu heilen, wollen wir sagen können, was Menschen tun sollen, um wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schauen und um ihre Hoffnungen erfüllen zu können. Dies beginnt schon mit der Frage, worauf man die eigenen Hoffnungen legen soll. Wir haben nämlich erkannt, dass sich die Qualität und damit auch die Auswirkung von Hoffnung grundlegend verändern, je nachdem, worauf sich diese Hoffnung bezieht. Und das kann in verschiedenen Lebensphasen und Situationen sehr unterschiedlich sein. Das dritte Ziel bezieht sich im weitesten Sinne auf die Klärung und auf die Suche nach einem besseren Verständnis von Hoffnung überhaupt. Seit Jahrtausenden machen sich Philosophen, Theologen und Wissenschaftler Gedanken über das menschliche Phänomen der Hoffnung. Für die einen ist Hoffnung vor allem mit positiven Gedanken und Erwartungen an die Zukunft verbunden, mit persönlichen Zielen, Träumen und Visionen. Für die anderen ist Hoffnung ein tieferes Gefühl, welches dem Menschen hilft, auch in anscheinend hoffnungslosen Situationen nicht zu verzweifeln. Um dort, wo vermeintlich nichts mehr zu erwarten und vom Verstand her nichts mehr zu tun ist, wieder Mut zu fassen. Andere wiederum sehen in der Hoffnung eine Tugend, bei der es nicht nur um die eigenen Wünsche und Ziele geht, sondern vor allem um die Beziehung zu anderen Menschen. Wir hoffen eben nicht nur für uns, sondern für jemanden anderen, für unsere Partner, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für Freunde und so weiter. Was auch eine enorme Wirkung, eine Kraft und Energie in dieser Verbundenheit haben kann. Schließlich geht es auch um eine absolute Hoffnung, wie sie der ehemalige tschechische Präsident Václav Havel sehr treffend ausgedrückt hat, als er sagte: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Um so etwas zu erfahren, braucht es ein tieferes Vertrauen und einen festen Glauben an sich selbst, sowie auch für viele Menschen, den Glauben an eine höhere Macht, an Gott oder einer universellen Kraft. Seit mehr als 10 Jahren wird das Hoffnungsbarometer von Swiss Future und der Universität St. Gallen durchgeführt, an dem jährlich um die 5.000 bis 7.000 Personen teilnehmen. Mittlerweile hat es sich zu einem universitären Forschungsnetzwerk entwickelt und in mehr als 10 Ländern etabliert. Damit möchten wir einen Beitrag leisten für ein hoffnungsvolleres, zuversichtlicheres und glücklicheres Dasein und für eine positive Entwicklung und vielleicht sogar Wende im Leben der Menschen. In weiterer Folge werden wir in mehreren Beiträgen über die vielfältigen Ergebnisse des Hoffnungsbarometers berichten. Seien Sie gespannt darauf. Wir freuen uns.